Hallo zu meinem Video. Bei meinem letzten Video, den Link werde ich jetzt irgendwo wieder einfügen, habe ich gezeigt, wie ihr in einer virtuellen Umgebung Ubuntu 12.04 installieren könnt. Heute zeige ich euch mal kurz die Auswahlen, wenn ihr euch anmelden möchtet. Also wir haben ja zusammen im letzten Video, wenn ihr euch erinnern könnt, Ubuntu 12.04 angelinkt. Also ist der Benutzername in dem Fall mit einem dazugehörigen Kennwort. Hier unten, wenn ich mit der Pfeiltaste nach unten scrolle, haben wir noch eine Gastsitzung. Mit dieser Gastsitzung können sich beliebige User anmelden, nur mit der Einschränkung, dass sie nichts abspeichern können oder auch eben nicht in die Ordner von dem Ubuntu 12.04 reinschauen können. Also hier ist auch möglich, im Internet zu surfen, den Rechner mal mit dem Applikation, die installiert sind, zu benutzen, aber keine Abspeichermöglichkeit. Also es ist sehr, sehr eingeschränkt. Aber ja, falls jemand eben mal kurz ins Internet gehen müsste mit dem Rechner, dann wäre das mit der Gastsitzung möglich. Ja, und wenn ihr jetzt genau hinschaut, dann seht ihr hier neben dem Username auch noch so ein Ubuntu-Logo. Wenn ich da jetzt mit der linken Maustaste draufklicke, habe ich nach der Erstinstallation die Grundeinstellung eben einmal nur Ubuntu und einmal Ubuntu 2D. Das heißt, hier haben wir Ubuntu mit allen Grafikerweiterungen ganz normal zur Anmeldung. Und wenn ihr einen schwächeren Rechner habt mit einer schwachen Grafikkarte, schwachem Prozessor und wenig Arbeitsspeicher, dann würde ich euch empfehlen, in Ubuntu 2D zu starten. Dann wird nämlich alles, was ja so visuell Schnickschnack ist, nach unten gefahren. Wenn ihr dann noch KDE und andere, ja, Unity oder sagen wir andere Oberflächen installiert, was ihr ja könnt über Ubuntu, werden die auch hier unten angezeigt. Also ist es dann für euch relativ einfach zu entscheiden, mit was für einer Oberfläche ihr in Ubuntu arbeiten möchtet. Wenn wir hier oben hinschauen, dann sehen wir einfach hier oben so ein Männchen in einem Kreis. Und zwar, das ist einfach das Logo für die Barrierefreiheit. Wenn wir hier draufklicken, dann können wir hier eine Bildschirmtastatur einblenden lassen, falls wir ein Touchscreen hätten oder unsere Tastatur verlässt uns aus irgendwelchen hardwaretechnischen Gründen, dann können wir hier mit der Tastatur uns einloggen. Ein Klick drauf ist die Tastatur wieder weg. Wenn wir jetzt noch starker Kontrast, also wenn wir irgendwelche Sehprobleme haben, dann können wir auch den Kontrast hier verändern, wie ihr sehen könnt. Den nehme ich wieder zurück. Und ein Bildschirmlaser, der eigentlich sehr schlecht funktioniert. Ich schalte wieder ab, weil ich weiß nicht, ob ihr das jetzt gehört habt. Das ist eine zu schnell gesprochene Robotersprache. Hier haben wir die Möglichkeit, die Sprache zu ändern, falls wir sie im Vorfeld eigentlich schon installiert haben. Und ich habe hier eigentlich nur die deutsche Sprache installiert. Man könnte hier eben Englisch, Türkisch, Griechisch, spielt keine Rolle, mehrere Sprachen hier mit einbeziehen und dann diese natürlich hier im Vorfeld auswählen. Dann haben wir hier nochmal unsere Lautstärkenregelung, die wir von vornherein einstellen können, Uhrzeit und Kalender. Und hier könnten wir den Rechner nochmal runterfahren. So, dann melde ich mich mal hier kurz an. Ja, und jetzt einmal noch zur Oberfläche von Ubuntu. Als erstes würde ich sagen, hier links, das was ihr hier links sehen könnt, das ist der Starter. Also wenn ich jetzt in den zukünftigen Videos Starter erwähne, dann wisst ihr, dass ich von dieser linken Leiste hier spreche. So, hier oben, das ist das Panel. Und dieser Bereich, sind die Benutzermenüs. Dieser Bereich, das ist das Panel. Und dieser Bereich, das ist das Benutzermenü. 2, das ist hier, die Dash-Startseite, kann man auch Launcher nennen. Hier können wir natürlich unsere Software suchen. Und wenn wir hier auf diese Piktogramme gehen und die rechte Maustaste drücken, haben wir je nachdem, auf welchen wir uns befinden,
haben wir verschiedene Möglichkeiten, ein neues Dokument direkt zu öffnen oder ja, eben weiter selber. Und das ist je nach Software jedes Mal was anderes. Ein wichtiger Punkt ist auch, wir können hier bei verschiedenen Programmen sagen, dass wir dieses aus dem Starter entfernen möchten. Ganz interessant ist auch eben diese virtuellen Arbeitsflächen und der Arbeitsflächenumschalter. Wenn wir da draufklicken, können wir im Live-Betrieb, ich öffne mal einfach ein Textdokument. So, das funktioniert wie ähnlich wie unter Mac OS X, dass man hier eben seine Arbeitsfläche beliebig kann man seine Ordner hier verschieben. Das ist wirklich nicht schlecht, wenn man sich daran gewöhnt, mit der Arbeitsfläche zu arbeiten, dann ist das wirklich ein Riesenvorteil. Mit der Windows-Taste in Zukunft unter Ubuntu Linux heißt es da meistens die Befehlstaste oder ja, da drücke ich mal drauf. Und wenn sobald wir drauf drücken, seht ihr, dass wir mit einer Tastenkombination die einzelnen Piktogramme hier oder die einzelnen Programme hier in einem Starter anwählen können. Das ist einfach, wenn man schnell, ich finde, mit Tastatur kann man ja auch schneller arbeiten. Wenn man das dann auf einen Arbeitstag summiert, dann hat man sich einiges erspart. Und wir bekommen auch eine Übersicht über die Tastenkombinationen. Das finde ich echt super gelungen. Also wenn wir auch irgendwann mal vergessen, welche ja, Tastenkombination eben was auslöst, das können wir dann hier ganz schnell nachschauen und können das dann auch gleich umsetzen. Meine Erfahrung ist, mit der Tastatur arbeiten ist einfach effektiver und schneller. So, das war's in diesem Video. Also ganz kurze Informationen. Einfach mal Grundwissen, dass ihr es mal gehört habt. Das ist einfach, sage ich mal, auch für die zukünftigen Videos aufbauend, dass ihr einfach mal so ein bisschen die Oberfläche von Ubuntu ja, versteht und auch wisst eben, wie die einzelnen Komponenten heißen, wie man auf Tastenkürzel kommt. Das ja, habe ich jetzt in diesem Video versucht, euch näher zu bringen. Ich hoffe, das Video war hilfreich. Bis zum nächsten Video. Wir sehen uns.